Ja, wenn alle Platz genommen haben, meine Damen und Herren, darf ich Ihnen Uwe Schneidewind ansagen, Leiter des Wuppertal-Instituts, Wissenschafts- und Hochschulfreiheit und die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, Liebes- oder Konfliktbeziehung. Ich bin gespannt, Herr Schneidewind, ob Sie das oder durch und ersetzen werden, weil eine gute Ehe ist natürlich oder eine gute Liebesbeziehung ist natürlich auch immer eine Konfliktbeziehung. Aber das ist eine andere Frage. Vielen Dank. Herr Vormann, ganz herzlichen Dank, dass Sie auch die Metaphorik schon so schön mit aufgenommen haben. Also ich bin Ihnen extrem dankbar. Das war hier. Stich, wie haben Sie es gemacht? Das ist gut, super. Also ich bin Ihnen ja extrem dankbar für diese Veranstaltung, weil alle, die bisher gesprochen haben und ja auch gleich noch sprechen werden, sind ja immer in doppelten Rollen unterwegs, ne? Als Akteure in den Institutionen und zum anderen als Personen, die genau über diese Fragestellungen, die uns hier beschäftigen, nachdenken. Und die letzten Monate waren dann ja sehr viel stärker geprägt durch unsere institutionelle Rolle. Und insofern ist es hervorragend, hier einen Reflexionsraum mal zu schaffen, um diese nachdenkende, diese kontemplative Rolle, die uns eben auch antreibt, der mehr Raum zu geben. Und in gewisser Weise verkörpern wir dadurch alle so ein Stück transdisziplinäre Persönlichkeit. Und die zeichnet sich ja dadurch aus, dass man, so wie Helga Nowotny das immer auf den Punkt brachte, man nach sozial robustem Wissen sucht. Also Wissen, das sowohl im wissenschaftlichen Diskurs anschlussfähig ist, als auch eine Orientierungsfunktion dann in unserem praktischen Handeln hat. Und das als Vorbemerkung, da haben Sie das natürlich jetzt sehr charmant angelegt mit diesem systemtheoretischen Feuerwerk, mit dem wir hier gestartet sind, weil diese intellektuelle Faszination und Geschlossenheit des systemtheoretischen Gedankengebäudes, die uns ja in wunderbarer Stringenz die Nichtsteuerbarkeit der Systeme erklärt, die führt ja immer zu so einer ganz eigenwilligen Spannungsverhältnis in Personen, die in beiden Welten tätig sind. Ich erinnere mich noch sehr schön an eine Disputation eines Doktoranden, den ich vor 10 Jahren an der Uni Oldenburg hatte, der eine auch hervorragende systemtheoretisch inspirierte Arbeit über die Steuerbarkeit in Managementkontexten geschrieben hatte und da auch einen hervorragenden Disputationsvortrag vorlegte. Und man sich dann so zurücknahm und sagte, puh, tatsächlich, da ist wirklich wenig zu steuern. Und gleichzeitig war dieser Doktorand seit ungefähr 6 Monaten in so einem Kernteam im Nestle-Konzern tätig. Und in 3-Monats-Abstand presste der aus jeder Ketchup-Fabrik in dieser Welt noch 30% zusätzliche Produktivität raus. Und das ist genau das Spannungsverhältnis, in dem wir uns bewegen, in einer Welt zu leben, in der ständig gesteuert wird, in der vermutlich noch viel mehr gesteuert wird als vor vielen Jahrzehnten und gleichzeitig damit Theoriegebäuden konfrontiert zu sein, die uns sagen, geht ja gar nicht, ist ja, sagen, die Systeme sind grundsätzlich nicht steuerbar, lasst mal die Hände davon. Und da lohnt es natürlich schon, so ein kritisch immer wieder ein Stück reinzupieksen. Denn wenn hohe Affinität zu solchen Theoriegebäuden pflegt, welchen realen Effekt verfolgt er vielleicht damit? Also, denn dass diejenigen, die durchaus im Steuerungsgeschäft tätig sind, gute Argumente bekommen, die Finger davon zu lassen. Das ist eine Brücke jetzt auch zu unserem Themenfeld. Denn die Grundfrage, aus der wir ja auch als Wuppertal-Institut und aus der Nachhaltigkeitsforschung kommen, ist ja die, ob funktional ausdifferenzierte Nebenfolgengesellschaften überhaupt noch zu retten sind. Also die Thematik, die ja Niklas Luhmann auch in der ökologischen Kommunikation beschäftigt hat, auch etwas, was wir ja so in dem ökonomischen Diskurs finden. Wir schauen auf diese Welt, wir können sehr, sehr gut begründen, dass die eigentlich nicht rettbar ist, dass es da kollektive ökonomische Logiken gibt, die in diesen Nebenfolgengesellschaften uns vermutlich vom Chaganatwagen, wie Kittens das so schön fasste, zermalmen werden und erfreuen uns in der intellektuellen Prägnanz, mit der wir das herausarbeiten. Und der Mensch in uns sagt, hey, das ist doch irgendwie menschgemacht. Das kann doch nicht sein, dass wir die Welt jetzt schon aufgeben, nur weil Luhmann und Herr Stich wie so wunderbare Theorien haben, muss es da nicht noch irgendwas anderes geben. Und damit stellt sich dann eine weitere Frage, die ja heute mit im Raum stand. Ist das Wissenschaftssystem dann wirklich so ein Teilsystem wie jedes andere? Oder kommt dem Wissenschaftssystem dann doch eine ganz besondere Integrationsfunktion in diesen disaggregierten modernen Gesellschaften zu? Und das ist eben so ein Stück der Ausgangspunkt, von dem
ich meinen Impuls starten möchte. Und ich bin ganz dankbar, dass Herr Schott ja gerade schon auch so eine historische Perspektive eingebracht hat, denn ich möchte den Ausgangspunkt nehmen von einem Gedankengang, den Dieter Gosewinkel, der Historiker am WZB, vor 2 Jahren anlässlich eines Symposiums der VW-Stiftung zum 50-jährigen Geburtstag entwickelt hat und wo er sich mit dem Verhältnis von Demokratie, Wissenschaft und Zivilgesellschaft auseinandergesetzt hat. Und auch er startet in der Mitte des 18. Jahrhunderts in dem, was dort in der Aufklärung aufbrach, und macht in sehr plastischen Farben deutlich, wie er in dieser Zeit zivilgesellschaftliche Anliegen, sozusagen die Civitas, um jetzt mit der Metapher meines Vortrages zu starten, eine intensive Liebe eingegangen ist mit dem, was dort wissenschaftlich passierte. Denn das Entstehen moderner Wissenschaft war ja das Versprechen, eben gewaltfrei, universalistisch, die Kraft des besseren Argumenten wirken zu lassen, diese Ideen der Aufklärung voranzutreiben. Und Wissenschaft stand mit ihren Grundprinzipien genau im Zentrum dieser Bewegung. Und die Prinzipien, die dann ja auch Robert Merton in den 40er Jahren nochmal sehr prägnant auf den Punkt gebracht hat, des Kommunitarismus, also sagen der freien, offenen Verfügbarkeit des Wissens, des Universalismus des Wissens, der Unabhängigkeit von der Person und den Entstehungsbedingungen, dem organisierten Skeptizismus im Wissenschaftssystem, das sind ja alles Prinzipien gewesen, die ganz, ganz eng mit den Grundprinzipien ziviler, demokratischer Gesellschaften zusammenhängen. Und Gosewinkel hat in dem Vortrag, ähnlich wie auch Rudolf Stiffi, das er heute sehr prägnant gemacht hat, eben nachgezeichnet, wie sich dann so ab Mitte des 19. Jahrhunderts die Produktionsbedingungen des Wissens verändern, wie eben viele dieser zivilgesellschaftlichen Ansprüche dadurch auch in den Rückzug geraten. Partikularisierung, das Organisieren in Disziplinen, das dann ganz neue Formen der Geschlossenheit organisiert und die Offenheit einschränkt, und dann insbesondere die starke Ressourcenabhängigkeit der naturwissenschaftlich-technischen Forschung, die ganz neue Abhängigkeiten des Wissenschaftssystems erzeugt, vom Staat, später auch von der Wirtschaft, und damit die Wissenschaft in einer ganz eigenen Form darin trainiert, sich anderen Zwecken und Funktionalisierungen zu unterwerfen und gleichzeitig einen Hierarchisierungsprozess in der Wissenschaft selber, und all das Entwicklungen, die eben diese zivilgesellschaftlichen Grundwerte, die dort am Anfang der Aufklärung standen, entsprechend zurückdrängen. Und in dem Ausblick zeichnet dann Dieter Gosewinkel so Perspektiven auf, wie sich denn eigentlich eine zivilgesellschaftliche Revitalisierung von Wissenschaft erreichen ließe, und geht dort insbesondere auf 2 mögliche Entwicklungslinien ein. Einmal auf einer eher individuellen Ebene, das Einfordern eines Citizen Scientistships, also sagen der Forscher als jemand, der sich in ganz anderer Form gegenüber Gesellschaft öffnet. Das Muster, wie wir es mit den Atomforschern in den 50er Jahren hatten, Karl Friedrich von Weizsäcker und anderen. Und zum anderen eine eher stärker institutionelle Perspektive, nämlich das bewusste Kultivieren des anderen Gedanke, des Heterodoxen, also die Pluralität, die Rudolf Stichwey auch ansprach, diese in einer institutionalisierten Form der mögliche Räume zu schaffen. Und gerade diese 2. Entwicklungslinie, die ist ja eine, die in der aktuellen wissenschaftspolitischen Diskussion eine ganz wichtige Rolle spielt, weil wenn heute Zivilgesellschaft einfordert, stärker auch in Fragen der Forschungsprogrammdefinition, in der Entscheidung über die Frage, an welchen Fragen soll überhaupt gearbeitet werden, wie muss sich Wissenschaft mit ihren Ergebnissen rechtfertigen, dort stärker eingebunden zu werden, ist das ja in gewisser Weise eine Einforderung der Pluralität entsprechender Steuerungsmechanismen. Also das eine Kulisse, ein Bild, das ich als Hintergrundfolie nehmen will, um auf die zurzeit in der Debatte kontroversen Fragen nochmal einzugehen, die ja, wenn man jetzt so ein Bild nimmt und das mit den Perspektiven
in Beziehung setzt, die wir auch gerade gehört haben, sagen wir die Unterschiede in den Positionen, glaube ich, sehr deutlich herausarbeiten. Und die erste Schlüsselfrage ist, haben die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, die hier auch im Titel erwähnt sind, im 21. Jahrhundert eigentlich wirklich eine solche neue Qualität, dass sie eine grundlegende Neuorientierung zivilgesellschaftlicher Rückbesinnung der Wissenschaft notwendig machen? Man kann ja argumentieren, das, was dort passiert ist, auch im 20. Jahrhundert, mit all seiner Produktivkraft, zeigt ja eigentlich, dass die Wissenschaftsentwicklung eine war, die genau den richtigen Weg gegangen ist. Und man muss diese Frage mit Ja beantworten, also die These vertreten, da kommen im 21. Jahrhundert ganz neue Zivilisationsherausforderungen auf uns zu, die, wenn sich Wissenschaft mit all diesen Beschränkungen, die dort seit Mitte des 19. Jahrhunderts eingezogen sind, weiterentwickelt, dann wird sie vermutlich ihrem zivilgesellschaftlichen Auftrag nicht mehr in der Form gerecht, wie sie ihm im 20. Jahrhundert oft gerecht geworden ist. Und darüber kann man streiten. Das ist, glaube ich, einer der wichtigen Diskussionspunkte. Zweite Frage, und das ist jetzt diejenige auch in der Steuerung der Autonomie, kann sich Wissenschaft eigentlich am eigenen Schopf aus der Entwicklungsdynamik von 150 Jahren Wissenschaftsentwicklung befreien? Oder müssen die Bedingungen der Möglichkeit dafür von außen geschaffen werden? Und das ist ja die große Diskussion, da war ich auch dankbar, auch Humboldt-Skeptizismus im Hinblick zumindest auf den einzelnen Wissenschaftler. Wenn ein Wissenschaftssystem diese Selbstfunktionalisierung über 150 Jahre eingeübt hat und das am Anfang gegenüber dem Staat mit ja ganz, ganz dunklen Kapiteln, gerade in der deutschen Geschichte, und seit einigen Jahrzehnten in einer sehr, sehr eleganten und sublimen Form gegenüber ökonomischen Interessen getan hat, was gibt uns den Optimismus, dass dort eine Selbstbefreiung im Hinblick auf pluralere Interessenslagen gelingen kann? Oder müssen dafür nicht auch von außen die Bedingungen der Möglichkeiten für geschaffen werden? Und das ist eben so einer der großen Diskussionspunkte, ob dann dem Staat dabei eine Rolle zukommt, der sozusagen institutionell gewährleistet, dass mehr Pluralismus eintritt. Sagt hier im Hauptausschuss der DFG, das war die große Sorge von Herrn Stock am vorletzten Samstag, der zeichnete ja im Hinblick auf die Entwicklung von Demokratie und Wissenschaft in seiner Rede am Leibniz-Tag das Horrorbild Demokratisierung, das heißt der Einzug von Partikularinteressen in die Wissenschaft. Man stelle sich nur vor, im Hauptausschuss der DFG würden plötzlich Vertreter von zivilgesellschaftlichen Organisationen sitzen. Also da sah er dann den Untergang des wissenschaftlichen Abendlandes auf sich zukommen. Und ich mich nur fragte, ja, warum denn eigentlich? Ist denn das nicht genau das Herausfordern des besseren und guten Argumentes, wenn dort Leute sitzen, die vielleicht aus einer ganz anderen Perspektive auf die Dinge schauen? Und kann der Staat dort, wo er die institutionellen Rahmungen im Wissenschaftssystem vorgibt, dort nicht eventuell auch entsprechende Akzente setzen? Einer der ganz wichtigen und ja hart umstrittenen Diskussionslinien. Und dann ist eine wichtige Frage, ob uns überhaupt eine Ausbalancierung dieser Ausdifferenzierungslogik im Wissenschaftssystem, im Überdisziplin des Wissenschaftssystems selber, ob die überhaupt möglich ist und man sich Wissenschaft dann doch als eine übergeordnete Kommunikations- und Reflexionsinstanz in einer reflexiven modernen, in einer reflexiv modernen Gesellschaft vorstellen kann. Und da würde einem der geschulte Systemtheoretiker, und das werde ich ja sicher auch gleich zu hören bekommen, sagen, das ist eine naive Vorstellung, aber es ist irgendwie auch eine faszinierende Vorstellung, dass diese ganz eigentümliche Kraft, dieser zwanglose Zwang des besseren Argumentes, der ja gerade im Ort und wo die Wissenschaft der Entstehungsort sein kann, dazu führt, dass hier Wissenschaft in Gesellschaften, die sowohl ihre erzeugten Probleme ganz entscheidend mit der Kraft der Wissenschaft auslösen, auch hier in der Wissenschaft das reflexive Potenzial entsteht, damit umzugehen. Aber das ist ein wichtiger Diskussionspunkt. Bleibt das eine naive Vorstellung oder ließe sich das ausbuchstabieren? Und schließlich wird dann auf einer ganz konkreten Ebene, stellt sich nämlich die Frage, welche institutionellen Veränderungen im Wissenschaftssystem sind für eine entsprechende Entwicklung notwendig? Und die Gelassenheit, Rudolf Tischli ja auch gerade ausgedrückt hat, die ist ja nicht da im System. 25.000 Universitäten,
eigentlich könnte das System, wenn da jetzt so ein wild gewordenes Ministerium in Nordrhein-Westfalen meint, institutionell hier und das ein bisschen verändern zu lassen, könnte ja mit den Achseln zucken. Und das würde vielleicht die eine oder andere nordrhein-westfälische Hochschule betreffen. Aber anscheinend bewirkt institutionelle Rahmung ja doch erhebliche Effekte, bei denen man auch dann gewaltige Ausstrahlung sieht. Und darum geht ein Großteil der Diskussion natürlich um die Frage, wie lassen sich die Bedingungen für eine solche Form transdisziplinärer Forschungsprozesse an solchen reflexiven Momenten denn konkret umsetzen. Das Co-Design von Forschungsprogrammen, Co-Production in der Wissensproduktion, wie lässt sich so ein erweitertes Citizen Science Ship denn wirklich umsetzen? Was bedeutet es für angepasste Hochschul- und Forschungsstrukturen? Brauchen wir viel mehr, auch ganz neu gezogene Formen von Fakultätsgrenzen, neue Formen inter- und transdisziplinärer Zentren? Wie organisieren wir die Zusammenarbeit von wissenschaftlichen und Laienwissen? Und was heißt es insbesondere für Karriere- und Qualitätssicherungs- und Sanktionssysteme im Wissenschaftssystem, die natürlich eine entscheidende Auswirkung darauf haben, wer bleibt überhaupt im System? Sie haben ja heute ja viele Disziplinen, wo heterodoxe Köpfe sehr, sehr früh eigentlich im System faktisch aussortiert werden. Wenn Sie die Ökonomie nehmen und Ökonomen haben, die nicht eine hohe Mathematikaffinität besetzen, setzen sie sich heute kaum im Betrieb noch durch. Die Uni Bonn ist ja eines der wunderbaren Ausnahmebeispiele dafür, weil es ihnen gelungen ist, mathematisch geniale Köpfe zusammenzubringen mit hochinteressanten gesellschaftlichen Anliegen. Darum habe ich Sie ja auch als Uni Bonn in meinem Buch so gelobt, weil man sieht, man kann das zusammenbringen. Aber in vielen Bereichen, wo da so eine Ebene darunter läuft, ist das oft ein ganz massiver Verdrängungswettbewerb eben des einen durch den anderen. Wie organisiere ich erhöhte Transparenz? Wie sehen die zivilgesellschaftlichen Beteiligungsformen aus? Und um das am Ende wieder auf diese Ursprungsmetapher zurückzuführen, kann man, glaube ich, sagen, diese Verbindung von Zivilgesellschaft und Wissenschaft dort in der Aufklärung, das war vermutlich so eine Amour fou, die dann über 200 Jahre ziemlich abgekühlt ist, die auch sehr dunkle Beziehungskrisen durchlebt hat. Und es ist, glaube ich, wert, einen Teil dieser Verbindung von zivilgesellschaftlichen Ideen und der Kraft der Wissenschaft im 21. Jahrhundert wieder neu zu beleben. Und da bin ich genau bei Ihrer Bemerkung, solche Krisen tun ja auch gut, die sind solche der Selbstbesinnung. Und ich freue mich, dass David Kalte war, ich habe ihn heute schon auch gesehen, ist jetzt in der Lehre, der war aber heute am Anfang mit dabei ist. Denn er hat ja in seinem wirklich sehr inspirierenden Buch zu der Frage Wahrheit und Nützlichkeit und dem Ausleuchten des semantischen Raums von Wissenschaft zwischen Grundlagen und Anwendungsforschung am Ende dieses Buches ja auch sehr, sehr gelassene Bilder gezeichnet, die ihm deutlich machen, das ist das Starke von Wissenschaft, dass sie genau diese Pole aushält und immer wieder in neuer Form miteinander austariert. Und ich glaube, das gilt genau für das hier, eine sehr viel stärkere Wiederbelebung zivilgesellschaftlicher Impulse ist vermutlich ein Elixier, das Wissenschaft als Ganze stärker macht und hier keiner von etablierten Flügeln die Sorge haben muss, dass damit Wissenschaft in dem Kern, wie sie sich heute präsentiert, radikal gefährdet wäre. Herzlichen Dank. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch die Platzierung wie eben ein. Und wer möchte etwas dazu sagen? Ja, bitteschön. Ich würde vorschlagen, eine Anregung, mit dem Begriff der Wissenschaft differenzierter umzugehen. Denn Wissenschaft wird betrieben, so wie wir es hier verwenden als Begriff, seit der Antike. Und wenn wir von dieser Position ausgehen, dass es 2500 Jahre wissenschaftliches Bestreben gibt, haben wir den Schlüssel vielleicht in der Hand, um Gegenwartsprobleme deutlicher zu sehen. Zum einen, dass Wissenschaft auch außerinstitutionell durch die Jahrhunderte betrieben wurde und betrieben werden konnte. Und das Weitere wäre dann, ab wann beginnt die Symbiose, die Vermählung, der Eintritt der Wissenschaft
in Institutionen vom Typ Universität. Eine dritte Anregung, die Enzyklopädisten unterschieden nicht zwei Arten von Wissenschaften, Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, sondern Erfahrungswissenschaften, Vernunftwissenschaften und den dritten Bereich, den sie Fantasie- oder Imaginationswissenschaften nannten. Histoire, das wäre der erste Begriff, der zweite Begriff Raison und der dritte Begriff Imagination. So käme man auch über die Dominanz eines bestimmten Wissenschaftstyps hinaus, statt zu fokussieren, wie üblich in der Gegenwart, auf die Dualität entweder oder Geistes-Naturwissenschaften oder gar nur die nachhaltigkeitsbewirkenden Disziplinen. Wie gesagt, das waren drei Anmerkungen, keine Fragen. Vielen Dank. Herr Struschner möchte trotzdem kurz was dazu sagen, denke ich. Ja, ich würde doch trotzdem gerne einen Satz dazu sagen. Ich habe immer Wissenschaft mit Index gesagt, moderne Wissenschaft. Und damit meine ich eben Wissenschaft, die disziplinär organisiert ist oder sich in herausbildenden Disziplinenordnungen organisiert ist und die erkenntnistheoretisch auf organisierten Skeptizismus setzt, um mit Merton zu sprechen. Das tut vormoderne Wissenschaft nicht systematisch in dieser Weise. Annahmen über Two Cultures, Three Cultures, Four Cultures oder andere Klassifikationssysteme zwischen, sagen wir mal, Ramon Lull und dem Wiener Kreis, und da gehört dann irgendwie die Enzyklopädie ganz gut in die Mitte systematisch, die wollte ich gar nicht implizieren und sie sind auch, glaube ich, in meinem Argument nicht wirklich impliziert. Ich bin Ihnen für den Impuls ganz dankbar, weil wir werden ja so ein bisschen ja Opfer der Unifizierung, ne? Denn wenn wir jetzt über Wissenschaft sprechen, hat der eine dann vielleicht Technikwissenschaften im Kopf, die heute ja schon einen massiven Solutionismus pflegen, ne? Also die in enger Bindung mit der Industrie Dinge entwickeln, und der andere vielleicht eine Theologie, und wo dann ein solcher Vorwurf ins Leere läuft. Und gerade die Unterscheidung jetzt dessen, was wir als institutionalisierte Wissenschaft finden auf der anderen Seite und dann so einer kompetenten Citizen Science auf der anderen Seite, also regionale Geschichtsforschung, die sich mit Fragen auseinandersetzt, die in der institutionalisierten Wissenschaft komplett ausgeblendet wird. Auch dort wird eben deutlich, dass im institutionalisierten Wissenschaftssystem eben nur ein Teil dessen abläuft, was man als Wissenschaft bezeichnen kann. Und das ist vermutlich auch mit ein Schlüssel, viele dieser Konflikte, die wir derzeit austragen, sehr viel differenzierter anzugehen, wenn wir einen Teil der Unifizierung zumindest in der Debatte dann wieder ein Stück aufbrechen und uns konkrete Disziplinen vornehmen. Herr Schneiderwind, ich würde selbst gerne eine Frage genau daran anschließen. Ich meine, Ihre Anregung aufnehmend, wir könnten jetzt natürlich ganz lange und breit, und da kenne ich mich wirklich sehr gut aus, über die Geschichte der Wissenschaften und ihre institutionelle Verankertheit sprechen. Aber ich würde doch immer auch sagen, dass von Anfang an zumindest drei Formen parallel gelaufen sind, also seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, das, was ich mal als gelehrte Gemeinschaft bezeichnet habe, also sozusagen die alte Form der Gelehrsamkeit, dann die sich herausbildenden disziplinären Gemeinschaften und dann das, was ich immer mal universitäre Gemeinschaft genannt habe, die niemals identisch waren oder nur teilidentisch. Und man kann auch das ganze 19. und 20. Jahrhundert übersehen, dass es immer diese Verschiebung zwischen universitärer und disziplinärer Gemeinschaft gegeben hat. Was ist jetzt die zivilgesellschaftliche Dimension? Was unterscheidet sie davon? Oder ist die Zivilgesellschaft, anders gefragt, nicht auch ein Einheitsbegriff, den man nutzt, um eine Frontstellung gegen den Wissenschaftsbegriff aufbauen zu können, auf dieser Verallgemeinerungsebene? Oder Sie müssen es runterbuchstabieren. Was unterscheidet die zivilgesellschaftlichen Dinge von dem, was ich immer schon als eine disziplinäre Gemeinschaft genannt habe und damit gemeint, dass in der disziplinären Gemeinschaft natürlich alle wissenschaftlichen Kommunikationen aufgehoben sind, sich tragen, sich relativieren, aber nicht von einem institutionellen Ort Universität ausgesprochen sein müssen. Das war immer breiter angelegt, immer. Und wenn Sie auf die Geschichtsvereine anspielen, ist ja nur ein kleiner Bruchteil einer breiten Diskussionslandschaft, die es immer gegeben hat. Also deswegen einfach nur eine Präzisierungsfrage, damit ich Ihr Argument besser verstehen kann.
Also hier geht es ja im Kern um die Frage des Entdeckungszusammenhangs. Also wie organisiere ich das, welchen Fragen ich mich widme, und die drei sagen wir, Kooperationen, die Sie dort genannt haben, die organisieren ja die Fragen nach dem Entdeckungszusammenhang jeweils unterschiedlich. Und das Argument, das jetzt über die Forderung, zivilgesellschaftliche Einflüsse zu stärken, geht eben dahin zu sagen, es ist eine ganze Reihe an Fragen, die eine hohe Relevanz haben, dass es auch die Wissenschaft bereichern wird, wenn die in die Selektion von Entdeckungszusammenhängen mit einbezogen werden. Mhm. Verstehe. Aber Herr Strohschneider wollte sich auch dazu äußern, aber erlauben Sie mir nochmal die Nachfrage. Wer ist es? Wer ist die Zivilgesellschaft? Wer ist das? Ich meine, das ist eine Diskussion, die wir derzeit ja auch sehr, sehr intensiv führen. Derzeit wird das ja in der Regel gleichgesetzt mit organisierter Zivilgesellschaft, wenn man davon ausgeht, dass durch den hohen Institutionalisierungsgrad der verschiedenen wissenschaftlichen Organisationsformen vermutlich ein langfristiges Involvieren und Integrieren nur möglich ist, wenn man das dann über den Umweg einer institutionalisierten Zivilgesellschaft macht. Das heißt, das sind Umweltverbände, Gewerkschaften, Kirchen, bis hin zu Unternehmensverbänden. Okay. Herr Strohschneider? Ja, also ich würde da sagen, das Nette an dem Wort Zivilgesellschaft ist, dass es so wie zivil klingt. Aber es verdeckt nur, dass darunter natürlich Machtinteressen, Interessengegensätze und so weiter sich verbergen in dieser Einheitsfiktion der Zivilgesellschaft. Und um das jetzt sozusagen an dieser vorhin angesprochenen Frage mit dem Industrieplatz im DFG-Hauptausschuss zu erläutern. Wir können uns ohne weiteres entschließen, ich will jetzt nicht dafür argumentieren, nicht, dass es Missverständnisse gibt an dieser Stelle, wir können uns ohne weiteres darauf verständigen, da einen Gewerkschaftsplatz und einen Umweltplatz einzubauen und einen zweiten Industrieplatz und einen noch für die öffentlichen Medien. So ist der Wissenschaftsrat in seiner wissenschaftlichen Kommission organisiert, in dem da neben 24 Wissenschaftler und Wissenschaftlern acht Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sitzen. Darauf können wir uns schon verständigen. Aber der entscheidende Streit ist doch die Frage darum, gibt es eine Grenze zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft oder gibt es keine Grenze? Das ist Ihre entscheidende Frage gewesen. Löst sich diese Grenze auf? Gibt es eine Entdifferenzierung von Wissenschaft und Gesellschaft? Und dazu würde ich jetzt, also ist gar kein Argument, ist nur eine Lebenserfahrung, da ich jeden Tag über ein paar Dutzend Millionen entscheiden muss und sagen muss, die gehören noch dazu und die gehören nicht mehr dazu, die kriegen die Kohle auf keinen Fall, ist für mich ziemlich evident, dass die Grenze sich nicht auflöst. Natürlich gibt es Kämpfe darüber, wo sie liegt, wer innen ist und wer außen ist in jedem Fall. Das ist heftig umstritten. Das wird auch sicher immer umstritten bleiben. Aber die Frage, dass es eine Grenze gibt, halte ich für, also ich halte die Hypothese, dass es klug ist, von einer Grenze auszugehen zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft. Und Wolfgang Rohe hat darüber gesprochen, wie diese Grenze sich verschiebt und mit was für sehr komplizierten Anschlussfragen das verbunden ist. Aber ich halte es für klug, davon auszugehen, dass es diese Grenze gibt und dass es sie auch weiterhin geben muss. Denn sonst müsste man wissen, wie nach der segmentären und nach der stratifikatorischen und nach der funktionalen Differenzierung neue Formen des Gesellschafts, also und zwar paradigmatisch neue Formen des Gesellschaftsaufbaus eigentlich aussehen könnten, an denen entlang man die Institutionen dann zu bauen versucht. Ja, ich fand es sehr spannend, weil Sie beide ja genau sozusagen die Punkte sehr akzentuiert haben, die Sie da im sozusagen Diskurs herausheben wollen. Ja, aber das ist der große Vorteil bei Kurzbeiträgen. Ich habe drei kleine Punkte eigentlich nur, die ich ansprechen wollte. Erstmal das Thema Nachhaltigkeit. Und ich sage das jetzt also sozusagen unwissenschaftlich, sondern aus der platten Ministeriumsperspektive. Wir haben, also für uns ist Nachhaltigkeit jetzt nicht irgendwie ein unwiderrufbarer letztinstanzlicher Wert, nach dem sowieso nichts mehr kommen kann, so wie Gerechtigkeit oder irgendwas ganz, ganz Großes oder so, sondern eigentlich was eher fast handwerklich ist. Und ich möchte das mal am Beispiel einfach deutlich machen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Ingenieurwissenschaften, weil ich das in Bonn für ungefährlich halte. Wenn ich aus dem ingenieurwissenschaftlichen Bereich sage, es gab Forschung, jetzt fiktiv gesagt, die einfach darauf geht, wir machen Werkstoffforschung, dann wird ein Auto irgendwie, keine Ahnung, 100 Kilo leichter, braucht weniger Benzin und dann ist das ökologisch so.
dann ist das eine Fragestellung, die uns zu kurz ist in unserem Nachhaltigkeitsverständnis, sondern wir würden lieber in einer breiteren Fragestellung sagen, wie soll denn Mobilität vielleicht organisiert werden, dass überhaupt weniger Verkehr auf die Strecke kommt. Wie sieht denn eine Gesellschaft vielleicht in 20 Jahren aus, dass sich diese Frage nach dem 100 Kilo leichteren Auto in der Form möglicherweise gar nicht als die Zentrale stellt? Und wir versuchen, diese Art von Fragen zusammenzubekommen, und das meinen wir mit einer breiten Nachhaltigkeit. Also, wie gesagt, kein letztinstanzlicher Wert, sondern einfach sozusagen die Überlegung breiter aufgehängt zu reflektieren. Zweiter Punkt, die beiden Fragen, die mir offen erscheinen, ist in der Tat einmal, da braucht nochmal unterstrichen, wer ist die Zivilgesellschaft, wer vertritt sie, aber da muss man sich auch die, glaube ich, die Möglichkeit lassen zu lernen dabei. Da muss man nicht darauf warten, dass man mit einer perfekten Antwort schon umkommt, sondern überlegen, wenn man es möchte, wie das organisiert werden kann. Wichtiger aber erscheint mir noch die Frage wirklich des Verhältnisses von Erkenntnisgetriebener zu, ob sie es transformativ nennen oder wie auch immer, also zu auf Herausforderungen orientierte Gesellschaft, und zwar das Verhältnis in einem ganz platten Sinn, nämlich in dem der Frage, es gibt 100% Budget für Forschung, und in welchem Verhältnis soll das stehen? Gibt man sich einen 10% Korridor, dann 5% Korridor für die Herausforderungen oder 80%? Also das ist eine ganz simple Frage, die aber von praktisch enormer Konsequenz ist. Wir haben ja im deutschen Wissenschaftssystem die Helmholtz-Gemeinschaft, die ja herausforderungsorientiert arbeitet. Da ist ja auch schon Geld drin, muss man ja sagen. Also das Thema ist ja insofern nicht völlig neu, aber das ist für mich eine Kernfrage. Und der letzte, wirklich ganz kleine Punkt, ein Punkt, der mir persönlich wichtig erscheint und der mir persönlich zu wenig diskutiert erscheint, oder ich bekomme das jedenfalls nicht so mit, ist die Frage, was daraus folgt, dass eigentlich alle politischen Förderebenen, die ich jetzt so kenne, also sei es die EU, sei es der Bund, sei es die Länder, in einer gewissen Weise konvergent wären, dass sie alle sagen, so, das sind jetzt die Herausforderungen. Und ich frage mich manchmal, ob man nicht dadurch, wenn man sich gegenseitig immer sagt und seine Förderkulissen abstimmt, auf denselben Kahn, und ob man da nicht möglicherweise blind an den Rändern wird und es vielleicht ganz andere Herausforderungen noch gibt, die wir sozusagen kollektiv übersehen, keine Ahnung, Zusammenbrechen aller Finanzmärkte oder was weiß ich. Also von daher, das ist ein Punkt, der mir auch noch wichtig erscheint. Vielen Dank. Wer möchte? Ja, alles drei ganz, ganz wichtige Anmerkungen bei dem Nachhaltigkeit in dieser instrumentellen Weise. Peter Stoschneider hat es ja durchaus auch deutlich gemacht, der Nachhaltigkeitsbegriff hat natürlich auch eine durchaus aufgeladene Dimension. Also die Ursprungsidee dessen, was dahinter steht, ist ja eine Verlängerung der Gerechtigkeitsidee. Also dass man das universale Idee der Menschenrechte erweitert über Generationen hinweg auf den gesamten Globus. Also das ist das erste Mal, dass wir in aller Konsequenz die Menschenrechtsidee global und auf künftige Generationen denken. Also deswegen ist dann ja oft dann auch schnell der Vorwurf, dann da, wie er gerade formuliert wurde. Bei dem Verhältnis der Budgets, das würde ich gerne nochmal nutzen, das Argument von Peter Schuschneider aufgreifen zu wollen, dass die Transdisziplinarität eigentlich die Absage ist an das, was disziplinäre Leistungsfähigkeit ausmacht. Und da zitiere ich eigentlich immer wieder sehr gerne die auf den ersten Blick etwas sperrige, aber die Idee sehr gut transportierende Formel von Roland Scholz, der an der ETH Zürich diese ganze Methodologie der Transdisziplinarität in den letzten 20 Jahren entscheidend entwickelt hat und der gesagt hat, es geht nicht darum, über Transdisziplinarität jetzt disziplinäre Logik aufzulösen, sondern es geht um disziplinierte Interdisziplinarität in transdisziplinären Prozessen. Wie gesagt, das klingt sperrig im ersten Blick, heißt aber genau das anzuerkennen, ich kann die Tiefe des wissenschaftlichen Blickes nur durch disziplinäre Organisationen gewinnen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und gleichzeitig muss der disziplinäre Blick früh den Blick da und den Sinn dafür schulen, wo die Grenzen jetzt seiner disziplinären Tiefbohrung anfangen, und das gelingt ihm am besten, indem er sich immer wieder mit der Perspektive anderer Disziplinen auseinandersetzt. Das ist die disziplinierte Interdisziplinarität. Und diese Form, also sagen der Wissenschaftsorganisation, gilt es nun einzubinden in transdisziplinäre Prozesse. Und das heißt nichts anderes als in die Organisationsform des Entdeckungszusammenhangs. Also zu fragen, wo ich diese nach ureigenen Wissenschaftsprinzipien organisierte Kraft
anwende. Und in den transdisziplinären Prozessen, da geht es dann um solche Fragen wie Co-Design, auch das Einbeziehen dann von weiteren Wissensformen. Und wenn man das als Ausgangspunkt nimmt und wieder auf die Frage zurückspielt, geht es eben nicht darum, über die Forderung von Transdisziplinarität nun Grundlagenforschung, disziplinäre Forschung zurückzudrängen, sondern im System starker Organisations- und Verbindungsorte für diese disziplinierte Interdisziplinarität in den transdisziplinären Prozessen zu schaffen, also Organisationsmöglichkeiten. Und da reden wir nicht über 80% Transdisziplinarität, sondern da geht es vermutlich tendenziell darum, dass am Ende vielleicht 10% der Ressourcen da drinne stecken, dass wir früh Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausbilden, die diesen Modus lernen, die früh in disziplinierter Interdisziplinarität geschult werden, die sich lernen, mit Anforderungen auseinanderzusetzen und das gemeinsam dann auch mit Akteuren aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen in Programme zu übersetzen, Methodenzentren für diese Fragen aufzubauen, um diese Kopplungsform im System zu lernen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger wichtige Grundfrage. Da sind wir immer wieder mit konfrontiert, dass gerade die Grundlagenforschung, die Max-Planck-Gesellschaft Sorge hat, die Forderung nach Transdisziplinarität ist die Abschaffung dieser Form von Grundlagenforschung mitnichten. Ich meine, wir haben jetzt neue Max-Planck-Institute für die Altersforschung ins Leben gerufen, gerade weil bestimmte gesellschaftliche Herausforderungen insbesondere neue Formen der Grundlagenforschung erfordern. Also diese Auseinandersetzung mit diesen gesellschaftlichen Problemlagen führt vermutlich sogar zum Ausbau der Grundlagenforschung. Es wird eher Verschiebungen geben in den Ressourcen für die jetzt schon anwendungsbezogene Forschung. Also, dass eben künftige Forschung der Energiewende nicht nur durch eine Industrie bestimmt werden, sondern in Zukunft vielleicht auch gewisse Forschungsfragen aus zivilgesellschaftlichen Bewegungen dann stärker aufgegriffen werden. Und die Frage und Gefahr der Konvergenz, absolut. Also, so wie wir ja eine gewaltige Konvergenz der Forschungsprogramme hatten im Hinblick auf Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, das zog sich ja vom 7. Forschungsrahmenprogramm bis zu einer Hightech-Strategie in der Bundesregierung und Landesclusterinitiativen durch, müssen natürlich höllisch aufpassen, dass wir jetzt die Herausforderungen zwar ein Stück weiter fassen, aber wieder alle in die gleiche Richtung laufen. Also es geht darum, ein möglichst plurales Feld auch zu organisieren. Und wenn das jetzt nur ein Shift gibt von einer einseitigen und konvergenten Orientierung in die nächste, wäre vermutlich gar nicht viel gewonnen. Und darum finde ich diese Anmerkung ganz wichtig. Also die muss man genauso gut im Blick behalten. Ja, Frau Wieland, ich würde, also wenn ich den Gerechtigkeitsbegriff von Y kritisiere, dann heißt es nicht, dass ich gegen Gerechtigkeit bin, ne? Sondern nur, dass ich eben diesen Gerechtigkeitsbegriff diskutiere. Und Nachhaltigkeit, glaube ich, hat ganz verschiedene Ebenen. Man kann das sozusagen historisch als einen ökologischen Begriff von Karl von Karlowitz herleiten. Man kann den sozusagen in eine Theorie des Anthropozän einbauen. Das ist sozusagen der anspruchsvolle Zusammenhang. Der politische Alltagszusammenhang heißt einfach nur, es dauert lange. Und nichts, ja, also wenn ich nachhaltige Gesetze mache oder nachhaltige Institute, also es ist ein Allerweltswort, das nur so etwas wie ein Zeitindex, nur so etwas wie ein Zeitindex bedeutet. Meine zweite Bemerkung ist, ich spreche nicht von Grundlagen- und Anwendungsforschung. Das ist zwar eine unverwüstliche Unterscheidung, aber ich glaube, dass sie eine Klassifikation von Wissen voraussetzt, die den Wissensgenerierungs- und Innovationsprozessen in modernen, hochtechnologischen Gesellschaften überhaupt nicht entspricht. Die sind weder so unidirektional noch so linear, wie diese Unterscheidung von Anwendungs- und Grundlagen- und Anwendungswissen voraussetzt. Ich spreche von erkenntnisgeleiteter und programmorientierter Forschung. Das ist der erste Vorschlag. Und der zweite Vorschlag ist, diese Unterscheidung nicht auf den Forschungsprozess selbst zu beziehen, sondern auf die Entscheidungszusammenhänge, in denen über die organisatorischen und finanziellen Möglichkeitsbedingungen von Forschungsprozessen gesprochen wird. Also über die Frage, welche Kategorienbündel gelten in diesen Entscheidungsprozessen. Und dann kann man sagen, in den erkenntnisgeleiteten, also wenn erkenntnisgeleitete Kategorienbündel gelten, dann handelt es sich in diesem abgekürzten Sinne um erkenntnisgeleitete Forschung und dann spielt alles eine Rolle, aber nicht eine exklusive. Dann spielt alles eine Rolle, was mit den disziplinären, interdisziplinären Selbstbezüglichkeiten von Wissenschaft zu tun hat und programmorientierte Forschung dann vice versa auf der Entscheidungsseite. Und da, glaube ich, kann man jetzt schon beobachten, dass
es ja unterschiedliche Typen von Finanzierungsentscheidungen gibt. Berufungsverfahren sind ein anderer Typ als Drittmittel der öffentlichen Hand in bestimmten Verfahren wie der DFG oder von Stiftungen und auch als Drittmittel in Programmen, in ministeriellen Programmen oder institutionelle Finanzierung von außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Ich rede jetzt nur von der öffentlich geförderten Forschung, die ohnehin nur ein Drittel des Gesamtforschungsvolumens in unserer Republik ausmacht. Und da denke ich, dass man schon sehen kann, dass mit dem Rückgang der Grundfinanzierung als einem Typus, der sozusagen langfristig Risiko, also sozusagen eine Entscheidung trifft und dann ganz besonders viel Freiheit lässt für die anschließenden Forschungstätigkeiten, dass mit dem Rückgang auf der einen Seite der Grundmittel und der also über Berufungsverfahren in diesem Sinne zugeteilten Mittel und auf der anderen Seite mit der Indikatorisierung, mit der Sekundärindikatorisierung von Steuerungsprozessen im Wissenschaftssystem und mit der letztlich aus der föderalen Verteilung der Finanzierungs- und Steuerungsmacht ergebenden systematischen, nicht politisch beabsichtigten, aber systematisch gewollten Privilegierung der außeruniversitären Forschung, dass es wie immer sozusagen das Rationale wünschbarerweise sein sollte, dass es jedenfalls in den letzten 10, 20 Jahren eine deutliche Verschiebung von der in diesem Sinne erkenntnisgeleiteten Entscheidungsprozeduralität zu einer programmorientierten Entscheidungszusammenhänge gegeben hat. Das, glaube ich, kann man schon sagen. Ja, also mich hat eine ähnliche Frage umgetrieben, nämlich wenn die beiden Positionen jetzt hier so prägnant herausgearbeitet worden sind, dann wäre meine Hauptfrage jetzt, wo ist der Middle Ground? Jetzt war also zwischen dem, was Herr Strohschneider zuletzt gesagt hatte und auch der Position von Herrn Schneiderwind zuletzt schon einiges erkennbar. Die Frage ist natürlich also, ob der Nachhaltigkeitsbegriff dazu taugt, diesen Middle Ground zu explorieren, da kann man sich dann unterhalten. Man kann vom Wissenschaftssystem her kommen und sagen, also reden wir über erkenntnisgeleitete versus programmgesteuerte oder reden wir über universitäre versus außeruniversitäre, so ein typisch deutsches Thema, Wissenschaft und deren Grundlegungen und die Frage von Nachhaltigkeit in der jeweiligen Interpretation. Natürlich, Nachhaltigkeit hat mit Ressourcen zu tun, mit Ressourcenbeschränkung, mit dem, was also zielorientiert mit begrenzten Ressourcen gemacht werden kann. Und also eine Weise, dies auf den Punkt zu bringen, ist natürlich, sich über die Aufteilung von Budgets zu orientieren. Und Sie sind darauf nochmal eingegangen, was dann wieder die Frage nach der Grenze und der Entscheidung zwischen den Bereichen betrifft, wer das tut, wie die Prozesse organisiert sind, wie die gewissermaßen Reflexion der Prozesse organisiert ist, in welchen Zeitschienen dies läuft und so weiter. Meine Frage ist noch eine ganz andere. Also die beiden Vorträge haben stärker von der Perspektive transformativ beziehungsweise aus ihrer, sagen wir eher, offenen, erkenntnisgeleiteten oder etwas stärker auch aus Konflikten und in Entwicklung geborenen Wissenschaftsentwicklung geleiteten Positionen. Meine Frage ist also, beide Themen, beide Angehensweisen fokussieren stärker auf den Bereich der Wissensproduktion. Damit haben wir hier in der Universität natürlich auch sehr zu tun. Die Autonomiefrage, die uns natürlich hier auch mit umtreibt, hat aber auch mit der anderen Seite unserer Tätigkeit zu tun, mit der Wissensverteilung. Und auf die Thematik der Wissensverteilung aus Ihrer beider Perspektive sind Sie nach meinem Gefühl noch nicht eingegangen. Vielleicht ist dort auch, um zurückzukehren zu meinem Ausgangspunkt, möglicherweise mehr Middle Ground, als man vermuten würde. Vielen Dank, Herr Kammers. Ich würde eine kleine Frage noch anschließen wollen und vielleicht können Sie dann gemeinsam noch mal darauf zu antworten versuchen. Also man könnte sich ja fragen, wenn man diese Nachhaltigkeitsdiskussion ernst nimmt, könnte sie entstehen oder Nachhaltigkeit aus zwei Phänomenen entstehen. Einmal aus dem Phänomen, dass man etwas entdeckt, das eine nachhaltige Wirkung erzeugen wird. Und es kann der allerkleinste Baustein sein, also ein Enzym, das man auf einmal genauer bestimmen kann. Oder
bestimmte Strukturen, die man in einer ganz kleinen Weise zunächst analysiert, die dann aber ganz große Auswirkungen haben, etwa für die Energiespeicherung und andere Dinge. Das wäre die eine Möglichkeit und das macht unsere Forschung ja auch. Die zweite Form, die man hinzudenken müsste, wäre die Verkettung. Und das, was Sie ja denken, ist ja auch ein Verkettungsphänomen. Das heißt, dass man sozusagen nicht nur diesen einen Forschungsteil hat, sondern die relevanten Verkettungsmöglichkeiten mit anderen Bereichen mitbedenkt. Und dann natürlich auch nicht nur im Bereich der Wissenschaft bleibend, sondern in die gesellschaftliche Transformation hinein. Und man könnte auch sagen, in alle anderen Teilsysteme der Gesellschaft hinein. Welche Konsequenzen hat das für wirtschaftliche Entwicklung, welche Konsequenzen für das politische System, welche kulturellen Voraussetzungen müssen gegeben sein, um etwas akzeptiert zu finden, welche politischen Rahmenbedingungen und so weiter und so fort. Diese Verkettung wird natürlich auch immer wieder versucht, in Sonderforschungsbereichen, in großen Programmgeschichten, die sowohl das BMBF als auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft versucht. Also wo wäre der Punkt, abgesehen von der Partizipation anderer Bereiche, wo wäre der Punkt, wo in der Form der Wissensproduktion, und dann greife ich gerne Herrn Kremers auch in der Form der Wissensdistribution, das nicht ausreichen würde, könnte man sich ja fragen. Wo ist eigentlich der Punkt der Kritik, von dem man ausgehen muss? Das ist für mich eine wirklich offene Frage. Es ist keine irgendwo rhetorische Frage. Ich verstehe es nicht, deswegen frage ich das. Dann nehme ich beide mal auf und dann kann Herr Stoschner ja den Abschluss machen. Also ich finde diese Perspektive Wissensverteilung, das hat Charme, das sich auch nochmal anzuschauen. Denn wir stellen natürlich fest, dass die Wissensproduktion gerade in den Wissenschaftssystemen der industrialisierten Länder eine hohe Affinität und einen hohen Bias hat zu oft schwer distribuierbarem Wissen. Ne? Also es gibt eine intensive Diskussion darüber, wie müssten eigentlich sozial angepasste Technologien aussehen, die auch in Entwicklungsländern machbar sind. Wie sehen neue Kommunalitätsformen und Lebensformen aus, neue Wohlstandsmodelle? Da stellen wir plötzlich fest, dass es eine erhebliche Umkehr auch gibt der Lernprozesse. Also wir uns heute an den Prinzipien eines Erkenntnissen des Buen-Vivir in Südamerika oder Nationen, die sich nach einem allgemeinen Glücksindex ausrichten, plötzlich ausrichten. Im Wissenschaftssystem können Sie damit keine Meriten gewinnen. Ne? Also wenn Sie als Ökonomen kommen, sagen Sie, ja fantastisch, was da in einigen Ländern passiert. Ne? Neuform, eine Elinor Ostrom hat es mal geschafft, aber ansonsten spielt das kaum eine Rolle. Und ähnlich ist es bei technologischen Entwicklungen. Wenn Sie sozial angepasste Technologien entwickeln, die haben technologisch in der Regel kaum einen Reiz. Da können Sie ganz, ganz schwer nur wissenschaftliche Karrieren mitmachen. Insofern wäre die Distributionsseite stärker zu thematisieren, passiert auch im UNESCO-Kontext jetzt sehr, sehr intensiv, wäre eine ganz erhebliche Bereicherung der Diskussion. Ich finde diese Einzelbausteine und Verkettungsbild finde ich sehr kraftvoll, Herr Vormann, weil da kann man wirklich einiges deutlich machen, weil wir sind uns, glaube ich, bei der Einzelbausteinforschung, da ist man sich einig, das muss Grundlagenforschung bleiben. Und wenn es jetzt auch um zivilgesellschaftliche Beteiligung geht, dann geht es vermutlich um die Selektionsmechanismen darum, welche der unendlich vielen Verkettungsmöglichkeiten wähle ich eigentlich aus. Also ich habe, weil mein Sohn jetzt selber Chemiker wird, darf ich das sagen, ich habe oft mit ihm darüber geredet, aber sagen so Chemiker, wenn man so chemische Promotionen oft hat, ne, dann diese armen Leute, die hauen dann an irgendwelche Molekülgruppen einfach noch was Zusätzliches ran, weil es einfach geht. Ne? Und dann noch, und du genau weißt, wenn du das mal dir ein bisschen weiter anschaust, dass das am Ende zu keinem Ende führen wird, aber vermutlich zu ganz, ganz vielen referierten Artikeln entlang des Weges. Und da fände ich es hilfreich, wenn da ein paar andere Stimmen immer mit in solchen Auswahlgremien sitzen würden und sagen, muss diese Verkettung jetzt noch unbedingt so sein, auch wenn das total spannend ist, an den Liganden dann noch irgendwas dran zu packen. Ne? Und alleine so als Kontrollmechanismus, also insofern ist die Verkettungsebene und wie sehen die Filter bei den Verkettungsebenen aus, wäre genau unser Ansatzpunkt für so eine pluralere Einflussnahme. Also Ihre Frage ging ja dahin, ob nicht sozusagen die notwendigen Instrumente für eine Forschung, so wie man sie sich unter so einer Prämisse von Nachhaltigkeit vorstellen mag, zur Verfügung stehen. Und ich würde auch sagen, dass sie im Wesentlichen zur Verfügung stehen. Ich würde sagen, dass der Instrumentenkasten eher einen Trend zur Überkomplexität als zur Unterausdifferenziertheit hat. Jedenfalls der Instrumentenkasten, für den ich gerade Verantwortung habe, für den darf man das bestimmt sagen. Die Debatte ist jetzt im Hinblick auf Wissensverteilung, Lehre, Reproduktion wissenschaftlichen Wissens
sicher krass asymmetrisch. Das hat sich sozusagen ergeben, also aus dem Ansatzpunkt bei der Kritik einer Beschreibung bestimmter Politiken im Hinblick auf Forschungsagenten, was eben was anderes ist als im Hinblick auf Lehrzusammenhänge. Und ich würde das, was Sie da kritisch angemerkt haben, nur insofern bestätigen, als typischerweise, glaube ich, unsere öffentlichen Wissenschaftsdebatten durch eine Überbetonung von Produktionsprozessen und durch eine Unterbetonung von Reproduktionsprozessen gekennzeichnet sind. Wir leben also nicht nur ökologisch, sondern auch moralisch und normativ und intellektuell auf Verschleiß. Das ist, glaube ich, ein Kennzeichen unserer Form von Zivilisation. Ich wollte aber doch noch etwas zu dem Steuerungsbegriff sagen. In dem Steuerungsbegriff stecken sozusagen Kontingenzvermeidungshoffnungen drin, die ich für ungerechtfertigt halte. Ich glaube, dass Wissenschaftsorganisationen, jedenfalls Forschungsorganisationen, zu einem beträchtlichen Teil mit der Herstellung von Möglichkeitsbedingungen von Forschung befasst ist. Und in diesen Möglichkeitsbedingungen findet dann Forschung statt und die ist gut oder schlecht oder erfolglos oder erfolgreich. Und dass in so einer Ermöglichungsbedingung, ob sie nun Universität oder Seminar oder Sonderforschungsbereich oder Leibniz-Institut heißt, dass in einer solchen Möglichkeitsgelegenheitsstruktur von Forschung zuweilen auch der Irrtum produziert wird oder eben keine Forschung, die sich, das sagt noch nichts dagegen, dass die Gelegenheitsstruktur nicht vielleicht genau richtig war, so wie sie war. Und dann will ich noch, weil ich diese Frage nach sozusagen, wie man die Proportionen setzen muss, das halte ich für eine ganz politische Frage. Ich meine aber, dass Gesellschaft eben gut beraten ist, ihre Forschungsermöglichungsstrukturen so anzulegen, dass sie die Räume für Kontingenz offen lässt, dass sie sozusagen das Disruptive, den Durchbruch oder das Neue, das Nicht-Antizipierbare oder das jedenfalls bisher Nicht-Antizipierte, also alles das, was sich der harten Steuerung und Institutionalisierung entzieht, der Indikatorisierung entzieht und so weiter, dass sie dafür Freiräume haben muss, weil wenn sie die nicht hat, dann schafft die Wissenschaft es gerade nicht, das der Gesellschaft sozusagen zu liefern, wenn ich das so sagen darf, wofür die Gesellschaft Wissenschaft unterhält, nämlich eben neues Wissen. Und dass es auf der anderen Seite total legitim ist, dass Gesellschaft sagt, sie ist von bestimmten Problemen sozusagen befasst und sie möchte, dass die beforscht werden, ja, das steht völlig außer Frage, finde ich. Also das wäre ja sozusagen eine wirklich sehr naive, also das taucht ja nicht mal in germanistischen Seminaren für Legitimationsdebatten, so eine Form von Begründungsfigur. Dazu sage ich jetzt nicht nur. So.